große Tour des Radsports kann beginnen, leider jedoch nur virtuell. Denn auch die Tour de France ist vom Coronavirus betroffen und wird nicht wie geplant stattfinden. Doch diese Zeit kann Nakoon Gaming, ehemals Big Ben, mit Tour de France 2020 perfekt füllen. Doch wie schlägt sich das Spiel? Dieser Frage gehen wir mal auf den Grund. Tour de France 2020 bietet zwei ungefähr identische Karrieremodi, ein schnelles Rennen und ein Multiplayer. Für Neueinsteiger hat zudem Sinai Studios auch ein Tutorial eingebaut, das auch empfehlenswert ist, für jeden, der noch nie einen Tour de France Titel gespielt hat. Das Herzstück von Tour de France 2020 sind die beiden Modi Profiteam und Pro Captain. Bei Pro Captain erstellen wir unseren eigenen Fahrer und entwickeln ihn von Saison zu einem Top-Fahrer. In Profi-Team machen wir Ähnliches, mit dem Unterschied, dass wir hier ein gesamtes Team übernehmen und managen. Bei beiden stellen wir uns der Herausforderung, 7 Etappenrennen und 4 Tagesrennen zu meistern, die aber nicht alle von Anfang an zur Verfügung stehen. Erst durch Leistung und guter Platzierung in der Rangliste schalten wir alle Rennen nach und nach frei. Entwickler Sinai Studios bleibt seinem Konzept treu. Im Gameplay hat sich nicht viel verändert. Nur wenn man genau hinschaut, findet man die Details. Weshalb sich Tour de France 2020 auch vollkommen nach Update anfühlt. Doch ganz Update ist es nicht. Neu in dieser Ausgabe ist die Kameraperspektive. Wir erhalten die First-Person-Sicht und dürfen noch mehr ins Renngeschehen eintauchen. Und das ist echt eine Revolution. Ich liebe die Cockpit-Ansicht aus Rennspielen und genau diese Liebe entwickelt sich auch in Tour de France 2020. Wir tauchen damit vollständig in das Peloton ein und das verringert die Distanz zum Sport. Und wir sind mehr mittendrin statt nur dabei. Eine weitere Veränderung finden wir im Zeitfahren. Sinai Studios hat etwas mehr Tiefe reingebracht. Das Zeitfahren ist jetzt etwas schwieriger. Wir müssen mehr auf Aerodynamik achten. Wir erhalten eine neue aerodynamische Option, die wir zum bestimmten Zeiten aktivieren müssen. Aktivieren wir sie ideal, können wir richtig viel Zeit einsparen. Verpassen wir diesen Zeitpunkt, können wir natürlich auch wiederum viel Zeit verlieren. Und das bringt der ganzen Sache eine zusätzliche Herausforderung. Auch wenn man es einem nicht direkt auffallen wird, aber auch an der KI hat man etwas herumgeschraubt. Sie wurde etwas in ihrem Verhalten verbessert und ihr wurde eine Fehleranfälligkeit hinzugefügt, was der Simulation einen besseren Realismusgrad beschert. Grafisch hat Sinai Studios auch nur im Detail Veränderungen vorgenommen. Ein paar Feinheiten in den Texturen und bei den Objekten. Doch an sich bleibt alles beim Alten. Hier muss Sinai echt was machen. Es kann nicht sein, dass man grafisch so weit hinterher hinkt. Wenn dies auf der nächsten Konsolengeneration so weitergeht, sehe ich schwarz für diese Serie. Eine Veränderung gibt es jedoch, und zwar im Interface. Mit der Minikarte halten wir mehr Überblick und können somit unsere Fahrlinie besser einschätzen. Auch soundtechnisch bleibt Sinai Studios beim Altbewährten, was ich auch super finde. Die Fans feuern einem mit voller Stimme an, auch wenn das sich in der aktuellen Situation etwas merkwürdig anfühlt. Und diese Fans kommen auch aus allen Teilen der Welt, die uns in Französisch, Deutsch, Spanisch, Englisch und in vielen weiteren Sprachen anfeuern. Kommen wir nun zu unserer Wertung. Auf der Pro-Seite die First-Person-Sicht. Zeitfahren ist verbessert worden, verbesserter KI, für Newcomer einstiegsfreudiger die Lizenzen und ein informativer Teammanager. Auf der Kontraseite ja zu wenig Umfang, optisch identisch mit 2018 und 2019 und immer nur Sonne. Wo bleibt denn endlich mal die Abwechslung? Regen, Hagel oder sonstige Sachen? Wetter spielt hier in diesem Spiel irgendwie keine Rolle. Das Spiel bekommt von uns eine Wertung von 7,0 und mein Fazit zum Spiel:
Tour de France 2020 wird eher nur Liebhaber des Radrennsports ansprechen. Viel zum Vorgänger hat The Night nicht verändert. Ich tendiere auch eher, dass sich der Entwickler mehr auf die PC-Entwicklung konzentriert hat, die zum ersten Mal mit erschienen ist. Was ich aber auch sehr in Frage stelle, da man mit Pro Cycling Manager ein viel besseres Gegenstück hatte. Wer sich jedoch Tour de France 2020 holt, ist entweder begeisterter Radsportfan, hat die 2019-Version nicht in seinem Besitz oder will diese Version nur wegen der Route der 2020er Tour erwerben. The Night Studios muss am Spiel viel mehr machen, damit diese Serie eine Zukunft hat.